Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fluch von Herobrine Version 0.7. Ich weiß, im letzten Part waren wir woanders. Leider ist eine Fraps-Aufnahme relativ kaputt gewesen. Konnte ich nicht mehr retten. Waren aber eh nur 8 Minuten oder so. Also ist schon ein bisschen länger her, aber soweit ich weiß, habe ich da halt diese Tauschquest noch zu Ende gemacht. Also da ist man hier reingegangen. Hat danach hier so eine Jump-Action gemacht, also da war ja eine Jump-Action drin. Und dann ist man eben hier gewesen. Und hier habe ich aber auch schon weitergemacht, wie ich gerade sehe. Genau, wenn ihr das Ganze nochmal sehen wollt, obwohl die Aufnahme kaputt ist, ich habe früher schon mal ein Let's Play davon gemacht, von dieser Map. Ist eben jetzt ziemlich schlechte Qualität, wenn ihr es anschaut, aber wenn es euch interessiert, da seht ihr, was da noch gewesen wäre. Den Part findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also gut, ja. Und hier ist wohl der Ladenbesitzer ein Schuldner oder sowas. Und ja, tut mir leid, viel zu viele Schulden. Und er fragt sich, wieso. Ja, wurde er wohl von der Konkurrenz übertrumpft. Das passiert schon mal. Kommt noch an, was er verkauft hat. Ich würde sagen, wir schauen gleich mal rein. Ich habe mir gerade nochmal die alte Aufnahme angeschaut. Also den Part davor, was wir da gemacht hatten, um nochmal so ein bisschen reinzukommen, aber ja, wie gesagt, da war nur diese Tauschquest. Soweit ich weiß, gab es danach hier diese rote Münze, die da, und mit der müssen wir jetzt hier wohl irgendwas weitermachen, denke ich mal. Also das hier scheint wohl der Laden zu sein, der jetzt geschlossen wird. Schauen wir uns doch mal etwas um. Hallöchen. Ja. Das ist also dein Laden hier. Sieht ziemlich leer aus. Naja. Strom kann er sich scheinbar noch leisten. Oh, was ist das denn für einer? Game Chip. Ich brauche ein goldenes Schwert. Der Gerechtigkeit. Ich glaube schon. Ja, meine Englisch-Skills lassen etwas nach. Und was gibt's hier? Gar nichts. Bestimmt kann man hier irgendwo die rote Münze abgeben. Ja, genau. Okay. Das ist hier schon wieder Nacht, ne? Egal, wir haben ja unsere Fackel. Ja, weil es doch relativ am Anfang vom Part ist, begrüßen wir euch nochmal. Hallöchen. Ach so, das macht das. Ich dachte, das ist quasi im Sinne von Tag. Ja, hallo, so gemeint. Aber nein, das macht, dass es Tag wird. Ach, das ist ziemlich nice. Dann wähle ich doch mal die Überraschung aus. Ja, lässt sich mal was Neues einfallen für mich. Scheiße. Hallo? Ah. Du hast die Überraschung gedrückt, stimmt's? Ja, ich musste sie ja drücken, ne? Du hast den dritten Teil geschafft. Jetzt kommt der vierte Teil. Okay. Ja, Render-Setting ist ein bisschen klein. Ich mach mal auf Far. Das reicht, glaube ich. Oh, da hinten ist er wieder. Da ist er schon wieder. Ich glaube, der kann sich irgendwie vervielfachen. Ja, genau, hier sieht man es nochmal ganz gut. Da vorne ist das Haus von der Tauschquest. Oder? Ne, das ist das Haus von der Tauschquest. Und das war dieser Obsidian-Block da. Und danach konnte man da so lang gehen. Da war noch so ein Job oder sowas. Und dann ist man hier oben lang gegangen. War dann dieser Jump-Action-Haus drin. Und danach da vorne. Also eigentlich nichts Besonderes noch. Oh Boats. Oh je, das kann ich gar nicht. Goodbye. Ja, nee. Boat? Hast du irgendwie Bock zu fahren? Nein, ich wollte auch gar nicht da lang. Oh je. Aber es ist echt eine coole Idee, muss man sagen. Nur leider kann man ja auch eigentlich ohne die Boats hier lang schwimmen. Alter, ich hab mich gerade so erschrocken. Was war das denn für ein Sound? Oh, an dieser Teil erinnere mich. Ich mich. Genau, komm her, du Arsch. Umgebracht.
Gesperrt wegen Megalag. Schon wieder. Passt schon. Ja, auf jeden Fälle. Müssen wir jetzt das Länder besiegen. Habe ich das schon gemacht? Ich habe schon... Oder doch nicht? Scheint wohl nicht so. Chill, Junge. Ach, ich kann die Fackel mal rausholen. Sorry. Okay, es kommt mal das Seitengeräusch. Also scheint wohl jetzt hier nahe zu kommen. Sorry, schon wieder mega lag. Ich hasse das. Hä? Hey. Lag doch gar nicht. Herobrine. Jump Action. Okay, die Slender-Musik ist immer noch da. Oh, doch, es lag schon ziemlich. Ja, aber dafür kann der Ersteller nichts. Das liegt an Adventurecraft. Oh, mit Kakteen. Scheiße. Ich weiß nicht, dass das richtig schwierig ist. Aber im Singleplayer geht's eigentlich. Nur im Multiplayer ist es richtig abgeschissen. Und zwar, weil da... die Damage anders... Der Damage? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall der Schaden, also der Damage. Oh Gott, fast gestorben. Hier ist es ja mal gleichmäßig. Ich habe ja gemerkt, immer O. Und im Multiplayer ist es eben zum Beispiel auch O und so weiter. Dann springt er quasi zweimal und dann fliegt man runter. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt verstehen. Auf jeden Fall ist das im Multiplayer ziemlich fies. War es zumindest. Ich habe keine Kakteen mehr gespielt im Multiplayer. Okay, na, das war ja eigentlich recht easy, muss ich sagen. Dann geht's jetzt weiter. Ja, die sind ja lustig hier. Aber so nicht, Freundchen. Nee, so leicht lasse ich mich nicht runtermachen von Herobrine, das kann er vergessen. Nein. Ah, da hinten steht da schon wieder die dreiste Sau da. Bäm. Und, nee. Leider nicht getroffen. Aber wenn, dann wäre ich auch irgendwie ein Sniper hier. Und wo es jetzt weitergeht, weiß ich gerade auch nicht. Video. Ah ja. Ich bin blind, sorry. Und falle jetzt runter. Immer diese Ropes und Liane und so weiter, das ist immer dasselbe. Okay, da ist noch ein Redstone-Block. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Herobrine hat man letzten nicht abbekommen. Schade. Ich habe keinen Schlüssel. Kann sein, dass ich den irgendwo verloren habe. Nee, kann nicht sein. Es dürfen nicht mehr als 3 Schalter aktiv sein. Oh, das ist jetzt hier so ein Schalterrätsel. Ich weiß noch damals, wenn ich hier am verzweifelt an diesem Rätsel. Mal schauen, ob ich dieses Mal besser bin. Es dürfen nicht mehr als 3 Schalter aktiv sein. Okay. Ich darf nicht aktiviert sein. Einer an dieser Wand lügt. An dieser Wand müssen 2 Schalter aktiv sein. Ich muss aktiviert werden. Passt. Ich muss genau an der gleichen Stellung sein wie der zweite Schalter. Also darf der nicht aktiviert sein. Aber er sagt ja, die Information sagt, es müssen 2 Schalter sein. Das heißt, der hier muss auch aktiviert werden. So, es dürfen nicht mehr als 3 Schalter aktiv sein. Ich darf nicht aktiviert sein. Einer an dieser Wand lügt. Ja, der vielleicht. Oder nicht? Also er sagt hier, er muss aktiviert sein. Er muss in der Hinstellung sein wie der zweite. Der zweite darf also nicht aktiviert werden. Aber weil der sagt, dass 2 Schalter an dieser Wand aktiv sein müssen, müssen ja die beiden. Er muss daher aktiviert werden. Das heißt, einer von denen muss noch aktiviert werden. Nur welcher? Also der schon mal nicht. Aber hier sagt er halt, dass irgendeiner an dieser Wand lügt. Okay, ist aber wohl falsch. War auch falsch. Das auch, okay.
Ja, aber der sagt ja nur, dass an dieser Wand einer lügt und nicht an dieser Wand. Das ist ja eine andere. Der zweite. Von der Wand. Oder von der Wand. Von der Wand hier, oder? Da. Ich denke es mal. Das stimmt doch eigentlich. Hä, aber warum geht's nicht auf? Einer an dieser Wand lügt. Ja, aber man weiß ja nicht, Man weiß ja nicht, woher. Also man weiß nicht, welcher lügt. Da bin ich jetzt vollkommen dumm. An dieser Wand müssen zwei Schalter aktiv sein. Ja, die beiden. Denn der muss, darf nicht aktiviert werden, außer der hier lügt. Müsste der umgelegt werden. Oh, okay. Das ist echt fies, muss ich sagen. Das ist fies. Das habe ich damals nicht hinbekommen. Ich habe da damals gecheatet. Das weiß ich noch. Ja, das ist echt fies. Weil die Information sagt nämlich, dass einer an der Wand lügt. Man weiß nicht welcher. Das hätte er vielleicht ein bisschen besser machen können. Aber die Kombination, die erste hat ja nicht funktioniert. Also muss es die Kombination sein. Das ist cool. Das ist echt cool, das Rätsel. Das gefällt mir richtig gut. Das war richtig geil. Ich kann mich auch erinnern, dass noch mehr richtig krasse Rätsel in dieser Map vorkommen werden. Also ich freue mich auf alle Rätsel. Ja, ja, hier zum Beispiel ist gleich das nächste. Das habe ich damals auch nicht hinbekommen, glaube ich. Testen wir dein Redstone-Wissen. Könnt ihr machen. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Redstone, muss ich sagen. Eigentlich gar nicht. Das ist zu schwer. Ja, ist mir eigentlich zu schwierig. Nein. Ich schaue erstmal, was hier abgeht. Also. Stone. Das ist der Helfer. Achso, ja, der muss hier drauf. Ich muss hier drauf. Achso, hier hat's auch noch einen. Okay, das Signal muss also bis ganz nach hinten geleitet werden, damit es hier angeht. Das heißt, das Signal kommt einmal von dieser Richtung hier. Von den beiden Schaltern. Jetzt wird er hier weitergeleitet. Die Fackel geht aus. Hier drüben ist es eigentlich genau das gleiche. Na gut, ich kann ja auch was anderes verwenden. Aber ich glaube, das soll man nicht. Also, hier ist es genau das gleiche. Ich gehe da drauf. Und ich muss den Hebel hier aktivieren. Genau, dann wird das Signal nämlich zwischengespeichert, glaube ich. Ich kann die beiden aktivieren. Und es geht auf. Ja, Mann, bin ich gut. Uiuiui. Ja, das, sowas liebe ich, ja. Das ist einfach richtig geil an der Map, muss ich sagen. Das ist richtig cool. Also so Rätsel lieb. Was? Ach so. Na gut, den könnt ihr haben. Bitte. Oh, Redstone is my life. Ja. Und ich denke mal, hier wäre es dann nach Dreck aufgegangen. Finde ich aber auch gut, dass er sowas eingebaut hat. Denn, ja, es kann schon echt fies sein. So, jetzt geht's ja bei der blauen Tür weiter. Was ist das hier eigentlich? Ah, das sollen Pfeile sein. Auch geil. Und ich stand hier und habe mich gewundert, dass es irgendwie... Naja, egal, vergesst es. Vergesst es. Hey! Hey! Ja, das war ein richtig geiler Raum hier. Der hat mir richtig gut gefallen hier. Ein paar kleine Rätsel. Und das Gute war, dass die Rätsel echt ganz schön, ja, nicht immer einfach sind. Das finde ich auch gut. Rätsel sind herausfordernd. Okay. Oh, wann habe ich den Part denn angefangen? Ja, ja. Erstellt. Okay, wir haben noch Zeit. Okay, ah, an den Turm hier kann ich mich auch noch erinnern, der war ganz schön groß. Verkäufer. Hallöchen. So, ich habe gar keine Ausrüstung. BTH. Leder oder Ketten. Oh, ich glaube, das war sogar gleich gut früher. Von daher, weil Ketten cooler aussieht, nehme ich Ketten. Ah, das ist kein Money. Ich
natürlich habe ich Money. Oh, es rüstet sich noch nicht von selber aus. Auf Shift. Wusste ich auch nicht. Genau, so machen wir es. Okay, andersrum, ich bin dumm. Ja, ich bin dumm. Perfekt! So, natürlich brauche ich ein bisschen Rüstung. Ich hatte gar keine Rüstung, das wundert mich. Na gut, der Verkäufer hier, der ist der Verkäufer halt. Rüstung zum Kaufen, habe ich gemacht. Und dann schauen wir uns nochmal hier ein bisschen um. Oh, da ist ja schon Hero Brian. Das erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an Zelda Adventure. Schieß deinen Freund ab. Yes. Yes, mein Kalt. Yeah. Die Herzen sind für mich. Ich greife auch mal ein. Tschüss. Oh, wenn ich jetzt noch wüsste, wo man hingehen muss zuerst. Ach, ich hasse dich sowas von. Zuerst nach oben oder zuerst nach unten? Ach so, zuerst nach oben. Okay, die Frage hat sich erledigt. Genau, das erinnert mich so ein bisschen an Zelda Adventure. Da gab es ja auch so einen Turm. Ich hoffe, ich spoiler jetzt nichts, weil ich die Map dann noch nicht let's played habe. Kommt auch noch irgendwann. Ich habe mir aber erstmal gedacht, spiele ich eher nicht gleich die bekannteste Map von allen, vor allem, weil es da schon 10.000 LPs von gibt. Genau, deswegen habe ich mir gedacht, werde ich die nicht let's playen, aber ich werde sie bestimmt noch irgendwann let's playen, weil sie einfach geil ist. Sie ist zwar nicht die beste Map meiner Meinung nach, aber sie ist schon gut. War eben einer der ersten, soweit ich weiß, deswegen ist sie auch so bekannt. Also war eben einer der ersten, die wirklich gut waren, ja. Man, ganz viele geile sind ja jetzt auch erst entstanden. Davon wissen die ganzen alten AC-Nutzer gar nichts. Schade eigentlich. Bam, bam. Ach ja, es ist schon einfach nur geil hier in diesem Turm. So, zuerst die Spinnen umbringen, denn die sind schon krass drauf. Den Freunden hier schenke ich einfach eine Bombe. Yes, das war geil. Wobei ich gar nicht weiß, ob das so schlau war. Jetzt greifen die mich nämlich alle an. Und davor haben sie sich auch gegenseitig angegriffen. Aber es passt alles. Ich glaube, die Items springen so, weil hier irgendwo Trigger sind. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Oh, da ist der Schlüssel. Boah, die sind fies, die Viecher. Hier nur die Spinnen angreifen. Denn nur die Spinnen jetzt aggro auf mich. Okay, jetzt. Oh ne, das Skelett ist dumm. Ja, das ist so fies, weil man hat quasi zwei Gegner auf einmal. Ja, wie die sich alle gegenseitig angreifen, das ist so episch. Bam. Okay, der hat's gecheckt. Der ist klüger, als er aussieht. Doch nicht. Egal, ich erledige den mal, damit es ein bisschen schneller geht. Oh, wir wollen es zwei auch noch wissen. Aber die mache ich kalt. Okay, jetzt haben wir hier den bronzenen Schlüssel. Noch 2 Minuten. Das schaffen wir. Gut. Ich glaube, ich beende den Part hier direkt. Genau. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Fluch von Herobrine Version 0.7 in diesem Turm. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und beim nächsten Mal geht es dann noch weiter in diesem Turm hier. Also bis dann, Leute. Ciao.